Die 1000 sollten wir aber auf jeden Fall noch mit den Pilzen zusammenkriegen. So, das war der 1000er Schritt. Spawn halt immer wieder neue. Ich glaube, solange ich mit dem Avatar nicht in die Nähe gehe. Noch mehr als genug Aria an allen drei Punkten? Ja. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir wieder auf Aria warten. Die hier bauen schon wieder neue Pilze an. Die haben, glaube ich, noch ein paar. Gebt euren Befehl. Ja, die 30 habe ich schon. Jetzt habe ich 31. Ah, das ist eine knappe Sache gerade mit dem Ausbildungsleerlauf. Habe ich aber gerade noch so geschafft. Fünfunddreißig sind wir mittlerweile. Und 36. Okay, warten wir mal, bis wir 280 haben. Da können wir nämlich gleich zwei auf einmal in Auftrag geben.
Ja, die müssen jetzt wirklich Pilze neu anbauen. Er hat zwar noch mehr als genug zum Arbeiten. Aber sehen wir es mal positiv. Sobald wir die Pilze haben, haben wir auch genug Aria, um einen ganzen Bulk an neuen Hexenmeistern auszubilden. Für die Ehre. So, jetzt heißt es dann warten. Sind ja nur noch 1000 Nahrung, die wir brauchen. Ja, der ist und könnte sie. Die sich hier ruhig kloppen und noch mehr Blut produzieren für uns. Das ist sehr freundlich. Noch 1000, noch 990 Nahrung. Und ja, wie gesagt, sobald wir die Nahrung haben, haben wir auch genug Aria, um gleich mal einen Batzen an Hexenmeistern auszubilden. Sicherheitshalber mache ich mal hier ein Safe. Ja, Aria haben wir genug langsam. Oh, und sie sammeln auch schon wieder Pilze. Das ist gut. Ja, Aria ist da, es wird nur noch die Nahrung. Aber die kommt, wie gesagt, jetzt auch gerade rein.
Ja, soweit ich mich erinnere, für Knochenschnitzer ist das das einzige Mal, dass wir eine Base bauen müssen. Für den Schatz aus Tiondria. Ja gut, da müssen wir eh in den Glutfängen, wo wir als nächstes hin müssen, erstmal was finden. Aber da müssen wir ja nach Windholm zurück. Das heißt, wir müssen da auch nochmal eine Zwergenstadt aufbauen. Wenn wir uns ein bisschen anstrengen, ist es dann vielleicht sogar eine 15er Zwergenstadt. Muss ich echt im brennenden Felsen. Ja, eigentlich ja. Ich muss ja die Glutfänge erst. Da sollte ich Level Up kriegen. Also da sollte ich darauf hinarbeiten, Level Ups zu kriegen. Bis wir dann in Dings sind, in Windholm wieder. Wobei ich gerne auch vor den Glutfängen. Ich glaube, für die Glutfänge brauche ich eine Dunkelelfenrune. Kann aber sein, dass wir die Glutfänge dann erstmal noch mit der 14er schaffen müssen. Ja, nicht mehr viel Nahrung. Dann haben wir das geschafft. Und Hexenmeister. Hier bin ich, Meister. Wie kann ich ja. Ihnen? Verstanden, Meister. Meister? Gerne. Danke. Vielleicht, wenn wir noch einen Onyx-Turm bauen, geht es etwas schneller. So, die ganze Karte ist schon wieder abgedunkelt. Oh. Da liegt seit halber Ewigkeit eine Goblin-Assassine herum. Ja, Meister. Na, gefühlt ist es etwas schneller, aber kann mich auch täuschen. Echo-Sümpfe, nahe Goblin-Lager. Mann und Eisen durch. Der Onyx-Turm ist definitiv ein blutiger Ort.